Privet zu einer neuen Ausgabe von Schnappfisch auf Tide TV. Wir erzählen euch heute etwas über unsere besondere Schule. Denn wir gehen jeden Samstag in die russische Schule Aspuka, da Teile unserer Familie aus Russland kommen und wir die Sprache nicht verlernen wollen. Außerdem haben wir bei einem Projekt an unserer Schule teilgenommen, dem Videokurs. Dort haben wir gelernt, wie man richtig mit einer Kamera umgeht und wie man Filme dreht. In unserem Videokurs haben wir zwei Filme gedreht, die wir euch heute in dieser Sendung zeigen werden. Der erste Film handelt von der Geschichte und der Entstehung unserer Schule und im zweiten Film begleiten wir dann eine Lehrerin und Schülerin durch einen typischen russischen Alltag. Vielleicht fallen euch dabei ja einige Unterschiede zu eurem eigenen Samstag ein. Schauen wir also mal rein in die Geschichte der Aspuka Schule. Film ab! Ich lebe in Hamburg bereits seit über 20 Jahren und unterrichte in der Aspuka Schule seit 20 Jahren, also seit der Gründung. Es war damals die Idee von Julia Solovyova. Wir alle hatten Kinder. Ich hatte meinen Sohn Grisha, bei meiner Kollegin Sarema war es David und bei Rachel Doktor war es der Enkel Lova. Wir waren mehrere Leute und wir wollten etwas tun, damit unsere Kinder auch in Zukunft Russisch sprachen. Mein Sohn sprach gar kein Russisch, denn er kam in Deutschland zur Welt. Und es war sehr lustig, denn eines seiner ersten Wörter neben Mama und Papa war Auto. Das klang so deutsch. Ich hatte mich erschrocken. Um Gottes Willen, Auto. Das ist ja so deutsch. Wir müssen was unternehmen. Rachel sagte zu mir, tja, ihr Sohn wird wohl niemals Russisch sprechen. Und ich dachte, wieso denn das? Ich wollte das nicht zulassen. Und so entschieden wir, was zu tun, damit unsere Kinder Russisch sprachen. Wir lernten uns im Deutschkurs kennen. Und als Julia dort von der Idee der russischen Schule erzählte, lachten die anderen russischen Kursteilnehmer nur darüber. Es war sehr schwer, denn viele Bekannte bezweifelten, dass unsere Kinder überhaupt Russisch bräuchten. Sie meinten, es wäre wichtiger, dass sie Deutsch lernten. Das Russische würde schon von selbst kommen und falls nicht, dann wäre es auch nicht so schlimm. Wir waren aber anderer Meinung. Zuerst waren wir in der Evangelischen Akademie, die es heute nicht mehr gibt. Jürgen Hufeland hatte uns angeboten, uns dort zu organisieren. Ich bin Jürgen Hufeland. Ich bin Vorsitzender der Deutsch-Russischen Gesellschaft seit vielen Jahren. Ich war Studienleiter einer Evangelischen Akademie und ich war verantwortlich für Aspuka in der Evangelischen Akademie. Also weil ich ja mit Russland zu tun hatte und immer Seminare gemacht hatte und die Evangelische Akademie in der Esplanade saß und wir viele Räume hatten, kam eine nette junge Russin an und ganz fidel und sagte, ich komme aus Russland und wir suchen Räume und wir haben das und das und das. Und das war Julia Solovyova. Und Julia Solovyova und ein paar andere haben den Verein gegründet. Und ich bin Gründungsmitglied von dem Verein. Wir hatten 7 Erwachsene und 9 Kinder. Damit fing Aspuka an. Wir hatten Ideen und Wünsche, konnten uns aber gar nicht vorstellen, wie das genau sein wird. Die haben Zeit und Kraft investiert in der Hoffnung, dass später mal was kommt. Und das war wirklich, also ich fand das toll. Ich heiße Nikita Katlyar und bin jetzt Student.
Ich studiere Geschichte und Italienisch. Ich bin jetzt 24, kam mit 5 Jahren nach Deutschland, nach Hamburg und kam dann schnell in die Asbucker Schule. Ich wurde an den Samstagen damals hingebracht, obwohl ich selber nicht allzu viel Lust hatte. Ich hatte Kunst bei meiner Mutter. Sie war da Lehrerin. Eine kurze Zeit hatte ich Musik. Auch Tanzkurse, was mir nicht gefiel. Am längsten ging ich zum Russischunterricht. Erst waren es Buchstaben und Schreiben. Später ging ich auch zu Julias Unterricht, wo wir Texte von Dostojewski und ähnlichen Autoren lasen. Wir verstanden aber den Sinn der Texte nicht sofort. Wir wollten 2 bis 3 Gruppen für Russisch haben. Für die Kleinsten, für die Älteren und für die Ältesten. Abhängig vom Kenntnisstand der Kinder sollte es noch Fächer wie Literatur geben. Wir hatten viele großartige Ideen. Geschichte sollte im Unterricht erprobt werden und viele andere Sachen. Asbuka wurde mit der Zeit zu einer der ersten Begegnungsstätten für Exilrussen. Das war auch sehr wichtig für die Eltern. Oft kamen zu uns Leute, die um Rat fragten, wo man zum Beispiel Unterstützung bekam. Es war der erste Treffpunkt für Russen in Hamburg. Man sollte nicht vergessen, dass wir nicht nur eine russische Schule eröffnet hatten, sondern auch eine Gesellschaft der russischen Kultur. Unsere Hauptaufgabe war die Schule. Nebenbei wurde es aber zu so einer Art Integrationsclub. Viele unserer Kollegen waren in Russland bereits als Lehrer tätig, wie zum Beispiel Rachil Doktor, die Literatur in Moskau unterrichtete, oder Sarema, die Musiklehrerin war. Aber es gab auch mehrere andere wie mich, die niemals unterrichtet hatten, aber es sehr wollten. Ich wollte unbedingt mit kleinen Kindern und Jugendlichen arbeiten, denn ich hatte selbst ein kleines Kind. Ich wollte etwas beibringen können, schreiben, lesen und so weiter. Das gefiel mir wirklich sehr. Später suchten und wählten wir die Lehrer etwas gezielter. Leute kamen auch von alleine auf uns zu. Auch über Bekannte kamen welche. Mit der Zeit kamen und gingen einige. Und so veränderte sich das Lehrerkollegium mit der Zeit. Der ansteigende gute Ruf von Asbuka machte es uns mit der Zeit auch möglich, uns die Lehrer auszusuchen, die wir für professionell und geeignet hielten. Die Räumlichkeiten kosteten am Anfang nichts, denn weder die Evangelische Akademie noch das Zentrum Wir, wo wir später waren, verlangten Geld von uns. Das war einfach großartig für uns. Hospitalstraße 109. Ich war oft hier, aber vieles hat sich anscheinend verändert. 1996 ist Asbuka aus der Evangelischen Akademie hierher gezogen. Damals hieß das Zentrum Wir. Jetzt ist hier der Verein Vericom. Ich erinnere mich noch, wer wo unterrichtete. Dort ganz links unterrichtete Naima Matwejewna Russisch. Hier unterrichtete immer Rachil Doktor. Da war der Kunstunterricht. Zuerst war es Olya. Danach unterrichtete Kira mehrere Jahre lang. Und nun macht es Lena Trubatschowa. Einige Jahre lang gab es dort auch Deutschunterricht, den Elzara Lubinskaya leitete. Und dort drüben gab es die Schach AG, die von einem sehr netten Mann aus Armenien geführt wurde. Auch mein Sohn machte da eine Zeit lang mit. Es gab viele russische Leute, die da zusammensaßen, rumliefen und hüpften. Dort waren auch die ersten Freunde, die ich fand. Mit einem davon, Lova zum Beispiel, treffe ich mich noch immer.
Ich erinnere mich an die Pausen, wo wir zusammen spielen, rennen und hüpfen. Und weil alle Eltern abgelenkt waren, waren wir allein und konnten tun und lassen, was wir wollten. Alle liefen durch den Flur. Die Eltern saßen an den Tischen. Es war immer laut und lustig. Jeder hielt Bücher und Zettel in den Händen und man erzählte sich Neuigkeiten und wartete auf die Kinder. Wir waren lange im Zentrum Wir und zunächst auch sehr glücklich da, denn wir hatten drei ganze Räume. Was könnte besser sein? Später bemerkten wir aber, dass wir einfach nicht mehr reinpassten. Wir fingen an, uns im Zentrum Altonas auszubreiten und suchten zusätzliche Räume. Wir wuchsen und wuchsen und es wurde klar, dass Russisch eigentlich gefragt war. So wuchsen wir von einer Gruppe aus Enthusiasten zu einer ernstzunehmenden Organisation auf. Und heute sieht man, dass ASBUKA eine große Schule ist. Wir haben 250 Schüler, ein großes Lehrerkollegium. Anfangs erinnerte unsere Schule noch an eine Dorfschule, wo Kinder verschiedenen Alters und Fähigkeiten in einer Klasse lernten. Es kamen zuerst vor allem Kinder, die nicht nur in Russland geboren wurden, sondern dort auch einige Klassen abgeschlossen hatten. Die fünfte oder sechste waren schon eine ernstzunehmende Basis. Heute gibt es solche Kinder kaum, denn die Immigration aus Russland nach Deutschland hat nachgelassen. Und nun haben wir sogar eine neue Gruppe, die Russisch als zweite Fremdsprache heißt. Heute haben viele das Verständnis dafür, dass Russisch für die Arbeit nützlich ist und dass die Kinder in einer vielfältigen, vielkulturellen und mehrsprachigen Welt aufwachsen, in der sie Russisch brauchen können. Mit solchen Kindern muss man anders arbeiten und auch anders Russisch unterrichten, mit einem Blick darauf, dass deren Muttersprache Deutsch ist. Als kleiner Junge mochte ich das natürlich nicht, denn alle anderen hatten Wochenende und ich musste 4 bis 5 Stunden lernen. Aber später merkt man, dass man besser Russisch beherrscht als die, die mit der Schule aufgehört haben. Sie vergessen die Sprache dann teilweise schon und man spricht sie. Und man hatte dann diesen Freundeskreis, mit dem man ohne Eltern spielen konnte. Man begreift später, dass es eine sehr schöne Zeit war. Wenn ich nicht zu ASBUKA gegangen wäre, würde ich mich auf jeden Fall für mein Russisch schämen, hätte einige jetzige Freunde nicht kennengelernt. Und allgemein gibt diese Schule einem ein Verständnis und ein Wissen über das Russische mit auf den Weg. Und ich glaube, es hilft einem sehr, diese zwei Systeme, diese zwei Seelen in sich zu tragen, die deutsche und die russische. Wir haben vieles gelernt, viel gelesen und nun kann ich fehlerfrei Russisch und bin sehr froh darüber.